Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde und natürlich liebe Genossinnen und Genossen. Herzlich willkommen in der Hahnenkammhalle in Alzenau-Wasserloos. Uns erwartet eine einzigartige Dialogveranstaltung. Zu Gast unsere Spitzenkandidatin in Bayern für die Landtagswahl, Natascha Kohnen aus München. Und die stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD und Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer. Ich freue mich wirklich, dass so viele gekommen sind. Mein Name ist Michael Fotokehagias. Ich bin der Landtagskandidat für den Stimmkreis Aschaffenburg-Ost und werde Sie heute als Gastgeber durch den Abend führen. Diesen Abend ausrichten zu dürfen, ist für mich eine besondere Ehre, dass einer wie ich mit so einem Namen hier stehen darf, ist nicht selbstverständlich. Es war ein langer Weg und erschien eigentlich unmöglich. Meine Eltern, hier vorne, sind in Griechenland geboren und aufgewachsen. Mit nichts außer einem Koffer sind sie vor über 35 Jahren nach Deutschland gekommen. Sie hatten keinen Schulabschluss und keine Sprachkenntnisse. Für ein besseres Morgen und für eine bessere Zukunft entschieden sie sich, nach Deutschland zu kommen. Deshalb bin ich hier. Und Sie alle sind heute Abend aus demselben Grund hier, für ein besseres Morgen und für eine bessere Zukunft. Ich freue mich über die vielen Ehrenamtlichen, die ich hier sehe, und auch die politisch aktiven Menschen aus unserer Region. Ohne sie wäre unser aller Arbeit hier unmöglich. Die Liste der Namen wäre so lang, deswegen beschränke ich mich stellvertretend für alle auf die Personen, die Sie am 14. Oktober wählen können. Ich begrüße ganz herzlich unsere Landtagsabgeordnete Martina Fehlner. Applaus 14. Oktober, Liste 2, Platz 2. Unseren Bezirkstagskandidaten Gebhard Hessberger. Und die Bezirksrätin Leonie Kapperer. Was erwartet Sie heute Abend? Mit der Veranstaltungsreihe Kohnen Plus will Natascha die Sichtweise der unterschiedlichsten Menschen aufnehmen, um gemeinsam Antworten auf die Fragen zu finden, die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land bewegen. Dazu haben wir heute Marie-Louise Anna Dreyer alias Malu Dreyer eingeladen. Malu war Bürgermeisterin, Ministerin und ist nun Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Seit Dezember 2017 genauso wie unsere Natascha, stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD. Sowohl Malu als auch Natascha stehen für eine menschliche und ehrliche Politik mit Anstand und Respekt. Aber ich möchte nicht zu viel verraten, denn es ist vorgesehen, dass Sie, meine Damen und Herren, nach dem Gespräch zwischen Natascha und Malu, das ungefähr so eine halbe Stunde geht, selbst Fragen stellen können. Dazu werden Sie dann ausreichend Zeit haben, ich denke so 45 Minuten. Und nun möchte ich meine Gäste auf die Bühne bitten, Bühne frei für Natascha Kohnen und Malu Dreyer. Vielen Dank.
Ja, lieber Michael, wo bist du jetzt? Ah, da, neben deinen Eltern. Ich wollte deinen Eltern nur etwas noch sagen. Wir sind unglaublich stolz, ihren Sohn in unserer Mitte zu haben. Und ich glaube, du symbolisierst auch das, was die Sozialdemokratie nämlich ausmacht. Wir sind eine Partei, die aufgrund ihrer Grundwerte von Freiheit, Gleichheit und Solidarität die Politik macht. Und insofern ist es sehr schön, heute bei dir zu Gast zu sein. Sie haben einen wunderbaren Kandidaten. Ja, Konen plus, liebe Marie-Louise, da hast du lautlos gelacht. Malu, so kenne ich dich und du hast dir ja im Prinzip diesen Namen auch selbst gegeben. Und dieser Abend übrigens dient dazu, auch mir und durchaus auch der Malu, dass wir uns noch ein bisschen besser kennenlernen. Wir haben uns ja jetzt doch schon relativ gut kennengelernt, übrigens auch über Nächte hinweg. In den Koalitionsverhandlungen im Januar, da haben wir uns tatsächlich gut kennengelernt. Und der Abend heute soll auch dazu dienen, dass Sie den Menschen Malu Dreyer, den Menschen auch Natascha Konen, mehr erfahren, auch weil ich der Überzeugung bin, dass Politik einfach dazu dienen soll, auch den Politiker an sich zu fühlen und zu wissen, wie er ist. Kann ich jemandem vertrauen, hat ja auch unglaublich da viel damit zu tun, wie ist jemand, wie verhält sich jemand, was steckt dahinter. Und insofern haben wir beide auch vorher ausgemacht, wie bei allen anderen Konen Plus Abenden, Sie dürfen nachher fragen, was Sie wollen. Also es gibt keine Grenze, also stellen Sie sich auch schon mal ruhig im Kopf darauf ein. Und liebe Malu, wir haben jetzt gerade im Auto auch festgestellt, eine Gemeinsamkeit habe ich mit dir auch, die wir bis jetzt noch nicht kannten. Viele sagen ja immer, ich würde Hochdeutsch reden. Woher kommt das denn? Meine Mama kommt aus Irland, mein Vater kommt aus Ludwigshafen, nicht weit weg von dir. Du bist in Neustadt geboren, ne, und aufgewachsen. Wie war denn dein Elternhaus? Weil Marie-Louise, dabei ist es ja nicht geblieben. Ja, erstmal einen schönen guten Abend auch von mir an Sie alle. Natascha hat gesagt, Sie dürfen nachher alles fragen. Ich mache nur eine Einschränkung. Nennen Sie mich nicht Marie-Louise. Bravo. Michael, nie wieder. Den Namen, du hast aber im Prinzip gesagt, nee, den Namen nicht, ne? Und hast dann gesagt, so, zack. Lange Geschichte. Also ich bin tatsächlich in Neustadt an der Weinstraße aufgewachsen und mir war es völlig neu, dass Nataschas Vater aus Ludwigshafen stammt. Das ist wirklich auch eine schöne Geschichte. Und ich bin eigentlich, ja, ich hatte eine schöne Kindheit. Ja. Mein Vater war bei der CDU, er war aber im Hauptamt, ja, er war auch wirklich politisch aktiv, war Schulleiter, meine Mutter war Erzieherin, also nur mal ganz kurz die Vorstellung, wie Sie sich fühlen würden, wenn Sie sich vorstellen, Ihr Vater ist Schulleiter und Ihre Mutter ist Erzieherin. Ja. Aber ich bin sehr gut, also wir hatten eigentlich eine tolle Kindheit, ich habe ja auch zwei Geschwister und mit 13, sind christlich erzogen worden, auch CDU-Haus und dieser Name Marie-Louise war damals nicht wie heute. Heute ist Marie ja ein toller Name oder Luise ist auch ein toller Name. Das war aber in der Zeit, als ich Kind war, eigentlich nur der Ausdruck von einem total biederen, konservativen Namen. Und ich habe dann als 13-Jährige gedacht, ich möchte eigentlich nicht so heißen. Und dann habe ich Malu erfunden mit meiner Lehrerin. Und seitdem heiße ich Malu. Und mein Vater hat nur, wenn er richtig sauer auf mich war, mal gesagt, Marie-Louise. Aber ansonsten war das gut und es steht auch in meinem Pass. Und das ist tatsächlich der Name, mit dem ich mich auch identifiziere. Ja, ist auch, also ich kann mir auch keinen anderen vorstellen, weil du einfach das bist für mich. Sag mal, CDU-Vater, wie war denn bei euch? Also ich bin geboren in München. Tatsächlich. Mein Name übrigens kommt auch von meinem Vater. Was hat er gelesen? Krieg und Frieden. So banal kann es manchmal sein. Er fand die Natascha da drin so wunderbar und dachte sich, bumm, das Kind muss so heißen. War ein ungewöhnlicher Name auch in meiner Kindheit. Jetzt geht es so, also es kommen immer mehr Nataschas dazu. Wie war das denn bei euch zu Hause? Weil ich bin in einem 68er-Haushalt aufgewachsen. Bei uns ging es politisch ein bisschen anders zu.
auf der einen Seite mein Vater mit Riesen-Genscher-Fan, aber mehr noch Hambrücher, die FDP, die gute alte FDP noch, und meine Mutter Willy Brandt, Wahlkämpferin. Bei uns ging es um Bildung, Freiheit, Bürgerrechte und so weiter. Wie war das denn bei euch und wie kam denn deine, sag ich mal, dein Weg dann zustande? Weil der ging ja dann über mehrere Jahre, dann, du bist ja 1994, glaube ich, in die SPD. Wie war das denn bei dir zu Hause? Ja, also ich bin ja wirklich in einer Gegend aufgewachsen, in der das Thema SPD eigentlich ein absolutes Non-Thema war. Also mein Vater war in der CDU, er war auch aktiv, er war, ich würde mal sagen, aber so ein netter CDUler, ja, also nicht. Und trotzdem war es so, ich erinnere mich zum Beispiel sehr, sehr gut an die Nacht, als Willy Brandt zurücktreten musste. Und das war für mich, ich war eine junge Frau und ich war gar nicht unbedingt so politisch, im Sinne von parteipolitisch, aber ich habe das so schlecht in Erinnerung, dass eine Familie und unsere komplette Verwandtschaft war da nachts auf den Füßen, die sich alle christlich nannten, wo auch Nächstenliebe und Ähnliches ja eine Rolle spielen sollte, so voller Häme waren, ob der Tatsache, dass Willy Brandt jetzt endlich zurücktreten musste. Und das ist mir ganz negativ in Erinnerung. Ich habe immer gedacht, wenn man politisch anderer Meinung ist, muss man sich streiten, muss man sich auseinandersetzen, aber es darf eigentlich nicht dahin kommen, dass man hämisch übereinander redet und einfach nur noch eklig und gemein ist. Und das ist mir einfach so negativ in Erinnerung. Ich wollte nie im ganzen Leben Politikerin werden. Ich fand es auch nicht angenehm als Kind, ja, wenn ich das auch mal so erzählen darf, immer mit meinem Vater so durchs Dorf laufen, jedem guten Tag sagen, den man gar nicht kannte und immer nett sein. Das war für mich nichts Erstrebenswertes. Aber ich war immer politisch und das möchte ich auch noch mal so betonen. Bei uns wurde immer diskutiert, und zwar weniger immer nur parteipolitisch, sondern die aktuellen gesellschaftspolitischen Themen waren Thema in der Familie. Und das prägt einem schon, ob man politisch aufwächst, jetzt mal unabhängig von einer Partei, oder ob man in einem Haushalt groß wird, wo Politik gar keine Rolle spielt. Und deshalb hatte ich mich dann als junge Frau entschieden, nicht in eine Partei einzutreten, sondern ich war dann bei Amnesty International aktiv. Ich habe mit Freundinnen einen Verein gegründet für feministische Mädchenarbeit. Wir haben ein Mädchenhaus gegründet und so weiter und so fort. Und so bin ich eigentlich so ganz basisdemokratisch politisch geworden, bis ich dann irgendwann die Anfrage hatte, ob ich mir nicht vorstellen könnte, Bürgermeisterin zu werden. Und dazwischen liegt ja auch noch dein beruflicher Weg. Du hattest dich ja zuerst entschieden, Lehramt zu machen und bist dann, soweit ich das jetzt auch gelesen habe, es ist nämlich auch was Wunderbares vor dieser Veranstaltung, ich tauche so ein bisschen in das Leben ein und bin in dein Leben eingetaucht. Du hast das Lehramtsstudium dann abgebrochen, weil ja damals behauptet wurde, es gäbe viel zu viele Lehrerinnen und Lehrer, was wiederum für uns in Bayern im Moment ein Riesenthema ist, aber nicht nur in Bayern, sondern ja auch in ganz Deutschland. Der Lehrermangel, der kommen wird, wo ich mich oft frage und mir auch ans Hirn greife und immer denke, ich habe ja Naturwissenschaften gemacht, das lässt sich prognostizieren, wie viele Lehrerinnen und Lehrer gebraucht werden, weil wir eine Reproduktionsquote, ich bin Biologin, also schlichtweg Geburten haben, die einfach absehbar machen, wie viele Schülerinnen und Schüler wir haben werden. Und natürlich brauchen wir viele Lehrer. Und in Bayern wird auch noch eine Praxis ausgeübt, Lehrerinnen und Lehrer zu befristen. Das heißt, jetzt im Moment, wir haben ja noch Sommerferien, sind über 1000 Lehrerinnen und Lehrer in Bayern arbeitslos, weil die werden im Juli ausgestellt, müssen aufs Arbeitsamt sich arbeitslos melden und im September wieder eingestellt. Und hier sagen wir sehr klar, Michael, es muss Schluss sein mit der Befristung von Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt hast du... Jetzt hast du für dich entschieden, dieses Lehramtsstudium damals aus dieser Begründung heraus, es gäbe ja dann zu viele wahrscheinlich, wenn du fertig bist, bist du dann umgestiegen und hast Jura studiert. Was war das für dich? Also es ist ja nicht einfach, wenn man sich wirklich entscheidet, umzusteigen und dann was anderes zu tun. Also aus heutiger Sicht klingt es problematischer, als es war. Ich gehöre ja zu der Babyboomer-Generation. Es gab einfach sehr, sehr viele junge Leute in meinem Alter. Du weißt, wovon ich spreche. Und in der Schule waren wir über 40 Kinder in einer Schulklasse. An der Uni saßen wir auf der Treppe. Jeder Hörsaal war total überfüllt. Wenn man sich auf eine Stelle beworben hat, haben sich 100 Leute zusätzlich beworben. Das war die Realität meiner Jugend.
Und deshalb war dieses Thema mit der Lehrerschwemme auch gar nicht so von der Hand zu weisen. Viele Kollegen, Kolleginnen, die trotzdem studiert haben, haben später tatsächlich auch gar keine Anstellung gekriegt. Schlicht und ergreifend, weil wir zu viele waren. Und ich habe mir dann überlegt, ich sage es so flapsig, wenn man damals nicht genau wusste, was man dann macht, hat man halt mal Jura studiert. Ja, das war so dieses Studium, mit dem man einfach immer was anfangen kann. So wurde das einem erklärt. Und ich muss sagen, ich habe unglaublich gerne Jura studiert. Also das war für mich eigentlich auch ein Glück. Ich wäre auch gerne Lehrerin geworden. Finde ich heute noch einen tollen Beruf, ganz ehrlich. Aber ich war jetzt auch nicht unglücklich mit Jura. Und das ist ein tolles Studium gewesen. Es hat mir auch sehr gelegen. Das ist, glaube ich, bei Jura schon so eine Frage. Findet man da so einen Weg rein, dann sollte man es auch machen. Und wenn man nicht reinfindet, sollte man das Fach wechseln, weil man es dann auch wirklich nicht hinkriegt. Aber für mich war es ein großes Vergnügen, Jura zu studieren. Und ich habe damit eben auch bin ich einen Weg gegangen, der mir Spaß gemacht hat. Und ich bin ja dann auch erst Staatsanwältin geworden, bevor ich überhaupt in die Politik gegangen bin. Ich wollte immer Arbeitsrichterin werden. In Rheinland-Pfalz war es dann so, man muss dann vorher Staatsanwältin werden. Ich war Jugendstaatsanwältin, das war auch okay. Und vielleicht mal gerade noch zur Situation Bayern, die du jetzt eben dargestellt hast. Wir hatten früher das Problem auch mit den befristeten Arbeitsstellen. Und ich bin Ministerpräsidentin geworden und wir stehen ja als Bildungsland sehr gut da in Rheinland-Pfalz. Und wir haben dann gesagt, das kann aber nicht mehr sein. Also wir treten als SPD dafür ein, gegen Befristungen. Und dann kann es eben auch nicht sein, dass Lehrer und Lehrerinnen, die vielleicht jetzt erstmal Vertretung sind, dass sie über die Sommerferien nicht bezahlt werden. Und deshalb haben wir das auch abgestellt. Bei uns geht niemand mehr vor den Sommerferien sozusagen in die Arbeitslosigkeit, um ihn später dann wieder einzustellen befristet, sondern wir zahlen die Ferien durch und dann wird eben geguckt, gibt es eine feste Stelle oder eben nicht. Ja. Und das ist auch fair und das kann man auch machen als Regierung. Und Natascha, lass mich noch ein Wort sagen. Wir sind im Verhältnis zu Bayern echt arm. Bayern hat wahnsinnig viel Geld. Und wenn ein Staat, ein Land wie Bayern es nicht schafft, Lehrer und Lehrerinnen über den Sommer zu bezahlen, dann ist es echt ein Armutszeugnis. So ist es. Die Partei, die hier im Moment regiert, ist dazu nicht bereit. Die haben unseren Antrag, liebe Martina Fehlner, den wir im Landtag jetzt noch Ende Juli gestellt haben, das endlich zu beenden, den haben die abgelehnt. Lass uns mal vielleicht auch kurz bei der Bildung bleiben. Du warst ja auch mit Leib und Seele jetzt über Jahre, eigentlich wir könnte sagen Jahrzehnte, auch Sozialpolitikerin. Ihr habt in Rheinland-Pfalz das, was wir als SPD hier auch sehr klar sagen, wir wollen die kostenfreie Kita, wir wollen den freien Zugang zur Bildung. Ihr habt das, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht und was schließt du daraus? Also das ist ja wahrscheinlich auch eine Überzeugung, die du hattest und die ihr ja dann auch in die Umsetzung gebracht habt. Ja, also dass die gebührenfreie Bildung ist eingeführt worden unter Kurt Beck. Doris Ahn war da die maßgebliche Bildungsministerin, das ist heute unsere Finanzministerin. Aber als Sozialpolitikerin, Doris Ahn hat und ich, wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Ich war die Sozialministerin, sie die Bildungsministerin. Und wir haben immer gesagt, soziale Gerechtigkeit hat ja viele Facetten. Und man muss sich die Lebensbiografien angucken und man hat in jeder Etappe etwas zu tun, um sozial gerecht sich aufzustellen. Und die Etappe beginnt mit der Bildung in der Kita. Und die Zeiten sind halt einfach vorbei, wo wir sagen, Bildung beginnt mit der Schule. Das weiß jedes Kind, dass die Bildung in der Kita beginnt. Und man kann es eigentlich ganz banal erklären. Kein Mensch käme heute auf die Idee, für Schule Gebühren zu verlangen. Also jeder würde sich an den Kopf greifen und sagen, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass Schule Geld kostet. Und deshalb muss man konsequenterweise in der heutigen Zeit sagen, weil Bildung in der Kita beginnt, muss selbstverständlich auch die Kita gebührenfrei sein. Und für uns hat das damals sehr viel bedeutet, weil wir festgestellt haben, mit der Einführung der Gebührenfreiheit haben sehr, sehr viele Eltern ihre Kinder in die Kita geschickt. Wir hatten damals von heute auf morgen einen Sprung. Wir haben, glaube ich, eine Besuchsquote um die 97% bei den 3- bis 6-Jährigen. Und das war, die Ursache dafür war tatsächlich, dass wir uns entschieden haben für die Gebührenfreiheit, wo auch Eltern aus
bildungsferneren Schichten oder einkommensschwächeren Schichten einfach gar nicht mehr überlegt haben, sondern es ist so normal geworden, das Kind in die Kita zu schicken, wie es für Eltern normal ist, ein Kind in die Schule zu schicken. Und ich finde, wenn man über Chancengleichheit spricht, über Gerechtigkeit spricht, da gehört tatsächlich die Kostenfreiheit oder die Gebührenfreiheit von der Kita selbstverständlich dazu. Wir haben die komplette Bildungskette schon seit langer Zeit gebührenfrei, von der Kita bis zur Hochschule, haben auch den Meisterbonus eingeführt, weil wir sagen, es kann nicht sein, dass ein Land, was so reich ist wie Deutschland, von Eltern erwartet, dass sie für ihre Kinder für die Ausbildung und Bildung bezahlt. Das ist das Mindeste, was wir tun können, um ein gerechtes Land eben zu haben. Ja, wo es auch der einzige Rohstoff ist, den wir schlichtweg haben. Ne? Lass mich nochmal bei der Gerechtigkeitsfrage. Natürlich, weil es ist ja inzwischen so, dass in Städten in Bayern die Kita-Kosten ja dermaßen hochgeschnellt sind. Beispielsweise in der Landeshauptstadt sprechen wir von 700 Euro, die ein Kita-Platz zum Teil kostet, damit man überhaupt Kinder betreuen lassen kann. Und da geht es ja eben tatsächlich einerseits um die Gerechtigkeitsfrage und auf der anderen Seite natürlich auch die Frage, was bleibt denn den Eltern am Ende des Monats überhaupt noch im Geldbeutel? Und da ist eine andere Thematik, die für mich, und da haben wir uns ja auch sehr gut kennengelernt in den Koalitionsverhandlungen, ja das Thema Nummer eins in unserem Land, ich behaupte nicht nur in Bayern, sondern inzwischen auch deutschlandweit, die soziale Frage der nächsten Jahre und Jahrzehnte ist die, ob man sich sein Dach über dem Kopf noch leisten kann. Weil eben niemand sagen kann, ich wohne mal eben nicht, ich habe jetzt mal keine Lust zu wohnen, sondern du musst wohnen. Es ist ein Grundrecht, was du hast. Wie ist das denn bei euch in Rheinland-Pfalz, dieses Thema Wohnen? Ist das bereits auch in dieser Form, wie es ja beispielsweise auch bei unserem Nachbarland Hessen ist, Thorsten Schäfer-Gümbel, für den ist das ja auch Thema Nummer eins in seinem Wahlkampf. Wie sind denn da eure Erfahrungen in Rheinland-Pfalz? Ja, das ist ja tatsächlich inzwischen überall ein großes Thema. Also in unserer Landeshauptstadt, in Trier, in den Universitätsstädten, aber auch in Speyer beispielsweise, sind die Mieten eigentlich für einen Durchschnittsverdiener kaum mehr zu stemmen. Das ist unglaublich teuer geworden, das Wohnen. Und das ist gut, was die SPD jetzt macht. Natascha Kohnen ist ja auch mit Michael Müller zusammen in der Kommission für bezahlbares Wohnen der SPD und da sind ja auch zwei eurer Oberbürgermeister mit dabei. Und das ist gut so, weil wir müssen da vorankommen. Also was machen wir im Land? Wir haben sehr früh ein großes Bündnis geschlossen auf der Landesregierungsebene mit den ganzen mit der Wohnungswirtschaft und haben gesagt, lasst uns zusammen überlegen, was können wir tun, um voranzukommen. Und wir haben diese Wohnungsbündnisse eigentlich auch auf der kommunalen Ebene überall etabliert. Und die Schritte, die wichtig sind, sind zum einen, dass wir jetzt vom Bund ja Geld kriegen durch die SPD für den öffentlich geförderten Wohnungsbau. Das geben wir auch inzwischen aus und können es inzwischen auch ausgeben. Das ist der Grund, weil wir diese Bündnisse haben, sind bei uns die Städte und Gemeinden dazu übergegangen, in ihren Bebauungsplänen Sozialquoten aufzunehmen. Es ist letztendlich auch die einzige Chance, tatsächlich private Investoren im Grunde zu zwingen, dass sie auch dafür sorgen, dass bezahlbarer Wohnraum überhaupt noch gebaut wird. Und da fließt auch unser Geld rein, genauso wie in die Wohnungsbaugesellschaften. Ich habe ja gesehen, du forderst ja eine Wohnungsbaugesellschaft, eine staatliche. Wir haben die in vielen Kommunen und das ist ein Segen, muss man sagen, weil das letztendlich im Moment die einzigen sind, die bezahlbaren Wohnbauraum überhaupt schaffen und wir mit denen auch so tolle Sachen machen können wie generationenübergreifendes Wohnen, ja, gemeinschaftliches Wohnen, also Dinge, wo eigentlich viele gar nicht offen sind im Moment, einfach weil der Wohnungsmarkt so eng ist und es keine Notwendigkeit gibt aus wirtschaftlichen Gründen. Mhm. Ja, ich war ja heute mit Martina Fielner, nickt schon, ja, wir waren heute eben in Aschaffenburg unterwegs und haben uns da eben nochmal angeguckt, da ist ja auch ein Oberbürgermeister der SPD, Klaus Herzog, ihr baut. Und in Bayern ist es tatsächlich so, dass die Kommunen, wo ja viele, viele große Kommunen auch und auch kleine Kommunen von der SPD regiert sind, die Kommunen bauen. Wir haben eben nur ein anderes Problem. Bei uns hat sich das Land, der Freistaat, seit Jahren, Jahrzehnten rausgenommen und hat gesagt, das ist nicht unser Job. Ich sage immer, die haben die Bayerische Verfassung nicht gelesen. Artikel 106, da heißt es eben, Freistaat und Kommunen müssen dafür sorgen, dass eben bezahlbare Volkswohnungen da sind.
Und wir haben im Moment auch einen Zustand bei uns, dass der Staat nicht mal weiß, welche staatlichen Flächen er hat, die er bebauen kann. Da hat heute ein Journalist zu mir gesagt, nicht Ihr Ernst? Da habe ich gesagt, doch, mein Ernst. Das heißt, Bayern muss sich überhaupt, wenn man in eine bayerische Wohnraumoffensive reingeht, erstmal klar machen, wo kann ich ihn hinbauen, was kann ich den Kommunen zur Verfügung stellen. Und dann muss der Freistaat eben auch selber bauen. Also bauen, bauen, bauen ist eben eine soziale Frage. Aber weil du auch gerade angesprochen hast, junge Leute in Ausbildung, man kann ja auch Sozialpolitik nicht immer abtrennen und sagen, das ist Sozialpolitik, das ist Bildungspolitik und das ist eine andere Politik, weil ja beispielsweise Studentinnen oder auch Auszubildende sich in den Orten, wo sie ihren Wunschausbildungsplatz haben, gar nicht mehr hin können, weil sie es nicht mehr bezahlen können. Wie organisiert ihr denn beispielsweise den Transport über die ländlichen Räume? Weil bei uns in Bayern ist es ja so, dass der öffentliche Personennahverkehr schlichtweg die Busse zum Teil in Bayern nicht fahren und wir sagen klipp und klar, wir müssen flächendeckende Busse hinkriegen, die müssen einmal in der Stunde kommen und wir wollen auch ein Bildungsticket, womit wir wieder bei freiem Zugang zu Bildung sind. Wie ist denn das bei euch in Rheinland-Pfalz? Wie organisiert ihr denn da das durchaus schwierige Thema? Ja, also wo wir ziemlich gut sind als Land, finde ich, ist, was die Regionalzüge betrifft, da sind wir extremst gut aufgestellt. Ist allerdings auch ein bisschen eine Reaktion, weil die Bundesbahn, die zieht sich ja bei uns in ganz vielen relevanten Strecken komplett zurück. Ja, also selbst Universitätsstädte werden da teilweise nicht mehr mit dem IC angefahren. Und deshalb haben wir den Rheinland-Pfalz-Takt. Das ist tatsächlich ein wunderbarer Regionalzug, der in allen Regionen häufig barrierefrei, gut ausgestattet, regelmäßig fährt. Ja. Mit den Bussen ist es nicht ganz leicht, da sind wir im Süden unseres Landes ziemlich gut im ÖPNV, im Norden unseres Landes ist es schwieriger, das hat auch damit zu tun, dass da wirklich die ländlichen Regionen riesig sind und die Schüleranzahl stark zurückgeht, weil früher war der ÖPNV sehr stark gekoppelt an die Schülerbusse, Busverkehre und da entwickelt im Moment der Verkehrsminister eine neue Konzeption ÖPNV Nord. Man muss aber auch sagen, ich glaube, es ist schon auch ein bisschen die Zeit, wo man auch über Alternativen nachdenkt. Also wir haben auch viel Ruftaxen, wir haben viel Bürgerbusse, wir haben viele Ideen auch bezogen auf digitale Dörfer, wo man ganz neue Modelle findet, wie man Mobilität organisiert. Das ist auch eine Chance in einer Zeit, wo wir digital und mobiler werden, was das betrifft, das tatsächlich auch zu übertragen auf die Mobilität. Und da testen oder proben wir in vielen Regionen Dinge und entwickeln eben neue Verkehrskonzeptionen, einfach weil die Schülerverkehre so rückläufig sind und wir damit den ÖPNV im Norden unseres Landes eigentlich nicht mehr richtig stützen können. Wenn du jetzt so ein bisschen in die Zukunft blickst, gibt es etwas, wo du sagst in Rheinland-Pfalz, das, oder auch für die Sozialdemokratie, wir können ja dann auch nochmal kurz über Bundespolitik auch sprechen, etwas, was dich unglaublich umtreibt. Zum Beispiel in den Koalitionsverhandlungen war es dir ja unglaublich wichtig, den Bereich Pflege ja auch zu verhandeln. Was umtreibt dich oder was treibt dich auch immer wieder an? Weil es gibt ja auch Momente, wo man sagt, meine Güte, sagen man hat einen gewissen Motivationsruntergang und was motiviert dich? Naja, mich motiviert, dass man als Politikerin wirklich sehr viel gestalten kann und das ist ja auch wunderschön, dass man den Menschen zuhören kann und überlegen kann, was ist wirklich wichtig, was wir im Land voranbringen wollen und können. Und dabei geht es mir immer darum, dass jede Generation in unserem Land wirklich gut leben kann mit seinen unterschiedlichen Bedürfnissen. Die Kinder sollen gut aufwachsen können, sie sollen beste Bildungsmöglichkeiten haben, sie sollen aber auch Jobs haben, sollen gut ausgebildet werden, gute Arbeitsplätze haben. Und wenn man älter wird, wir sind nun mal auch eine älter werdende Gesellschaft, soll es so sein, dass das selbstständige Leben und die Teilhabe gewährleistet ist und wenn man Unterstützungsbedarf hat, dass man den auch findet. Und so entstehen dann bei uns Projekte, die wir übrigens in der Koalitionsverhandlung dann auch auf Bundesebene transportieren konnten, wie Pflegestützpunkte, die haben wir, haben wir landesweit für 30.000 Einwohner einen Pflegestützpunkt, der echt gut funktioniert. Also alle Fragen rund um die Pflege werden da kostenfrei beantwortet, organisiert, für die Menschen auch wirklich mit gehandelt. Und die Gemeindeschwester Plus, das ist so das neueste Projekt, das ist der präventive Hausbesuch für ältere Menschen, die hochbetagt sind, überhaupt nicht pflegebedürftig sind, sondern alleine auch noch wohnen, wo die Gemeindeschwester einfach mal klingelt, vorbeigeht und sagt, hallo, Herr Meier, Herr Naumann, wie geht's, Frau Müller, kann ich was tun, wo geplaudert wird, wo der
professionelle Blick dieser Krankenschwester auch sieht, wie sieht es da aus, muss man etwas unternehmen, muss man eine Hilfe anbieten, muss man Hilfen vernetzen im Ort. Und das ist super, das Projekt, das ist richtig toll, das machen wir seit 3 Jahren. Und das ist jetzt im Präventionsgesetz des Bundes als präventiver Hausbesuch auch aufgenommen worden in unseren Koalitionsverhandlungen, sodass das theoretisch auch in allen Bundesländern implementiert werden könnte. Also lange selbstständig leben können im Alter, das ist auch das Gebot der Stunde. Die meisten Menschen wollen nicht in irgendeiner Einrichtung landen, sondern sie wollen eigentlich ihr Leben weiterleben. Und die da zu unterstützen, das ist schon ein wichtiger Punkt. Ja, super. Weil Pflegestützpunkte ist ja bei uns auch eine ganz klare Forderung, die wollen wir auch flächendeckend, aber das mit der Gemeindeschwester, Martina, Michael, das nehmen wir mal mit, das haben wir noch nicht. wenn ich mir jetzt angucke, wenn Sie über Malu Dreyer in der Zeitung lesen, was Malu Dreyer für ein Typ ist, habe ich wirklich schallend gelacht, ich hatte das vorher noch nie gelesen, der Journalist vorhin hat es jetzt auch dich gefragt, Frau Dreyer, Sie sind im Beliebtheitsgrad, du bist jetzt die 4. beliebteste Ministerpräsidentin Deutschlands. Sie sind ja beliebter als Freibier und hitzefrei. Ich finde das unglaublich passend, muss ich ganz ehrlich sagen. So wie ich dich erlebt habe, und ich sage ja hier in Bayern, wie ich angetreten bin, auch als Landesvorsitzende, habe ich immer gesagt, ich will einen Stil, und das haben wir jetzt auch plakatiert in großen, großen Flächen, weil wir gesagt haben, wir brauchen einen anderen politischen Stil, wie man miteinander umgeht, wie man miteinander diskutiert. Und ich habe dich auch in den Koalitionsverhandlungen zum ersten Mal wirklich erlebt und habe das auch bei dir gesehen und übrigens auch bei Stefan Weil, diesen politischen Stil des Anstandes, dass man eben anständig mit. Und du hast vorhin etwas Wunderbares gesagt, wie du dich selbst beschrieben hast, in deiner Familie die Häme, die dich auch wirklich abgestoßen hat. Und wir sagen auch hier in Bayern, wir brauchen endlich einen politischen Stil des Anstands, des Respektes und der Ernsthaftigkeit, und dass eben der hiesige Ministerpräsident wirklich einen Begriff in der heißen Phase dieses sogenannten Asylstreits, das Wort Asyltourist in den Mund genommen hat. Das war für mich das Menschenverachtendste, was ich seit langem gehört habe. Und du hast auch mal, den Satz habe ich mir auch geschrieben, man muss nicht über Leichen gehen, um eben Karriere zu machen, beziehungsweise Politik zu machen. Dennoch muss man entscheidungsfreudig sein und durchsetzungskräftig. Das hast du auch deine ganze politische Karriere hindurch bisher, glaube ich, immer so gehandhabt. Aber da gab es Momente, wo du wirklich auch dachtest, nee, so, also wo dich das verlassen hat. Ich hatte nicht den Eindruck, also die ganzen Koalitionsverhandlungen, das kann ich Ihnen sagen, das waren Nächte, mein lieber Mann. Aber Malu Dreyer blieb immer so, wie ich sie eben schätze. Oder gab es auch Momente, wo du sagst, jetzt könnte ich eigentlich ganz anders, wenn ich wollte? Oder sagst du immer für dich, nein, ich bleibe so, wie ich es handhabe? Also ich bin davon überzeugt, dass man, egal was man macht, eigentlich nur gut sein kann, wenn man bei sich selber bleibt. Und das ist manchmal nicht leicht, das wird jeder und jede kennen aus einer ganz normalen Lebenssituation, dass man manchmal so unter Stress ist, so gefordert ist, auch vor schwierigen Entscheidungen steht, dass man wirklich sich besinnen muss, was ist jetzt eigentlich für dich persönlich die richtige Entscheidung. Und dann ist es auch wichtig, es auch durchzuziehen. Also, dass man dann auch nicht schwankt. Und das ist manchmal schwierig. Ich habe auch im Lauf meiner Amtszeit sehr, sehr harte, schwierige Entscheidungen treffen müssen, die ich nicht gerne getroffen habe. Aber wenn man eine innerliche Klarheit hat und weiß, es ist der richtige Weg und es ist auch der eigene richtige Weg, dann kann man das eben auch machen und tut es auch mit Überzeugung. Und ich glaube, es ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass man sich immer auch angucken kann bei dem, was man tut. Also dieses alte Sprichwort, man muss sich selber im Spiegel angucken können, das ist einfach so wahr. Weil wenn man sich selber überdrüssig ist, weil man denkt, man hat Dinge getan, die sind nicht okay, da kann man doch auch gar nicht gut mit leben. So, jetzt passieren dann manchmal trotzdem Sachen, die man nicht so gut findet im Rückblick. Dann muss man einfach auch die menschliche Größe haben zu sagen, das war Mist, das war nix, und das muss man der Person dann auch sagen. Weil wir sind keine Übermenschen, und ich glaube, normale Bürger können sich auch nicht vorstellen,
in welchem Hamsterrad man ist in so einem Amt, also wie viele Stunden man arbeitet und mit welchem Tempo, mit welchem Druck. Da kann es auch mal passieren, dass man irgendwas nicht ganz so gut macht, aber da muss man dann doch wirklich dem nachgehen, wenn man ein schlechtes Gefühl hat und das dann auch richtig stellen und wieder richtig rücken. Insgesamt glaube ich, kann man bei den Menschen nur Vertrauen gewinnen, wenn man bei sich bleibt und das vertritt, was man auch fühlt und denkt und meint, es ist richtig. Und dann gibt es Situationen wie vor meinem Landtagswahlkampf, die waren extrem heikel. Damals war die AfD ja noch nicht im Bundestag, auch noch nicht im Landtag. Vielleicht erinnern sich manche, ich habe mich ja dann geweigert, in die Talkshow zu gehen mit denen, weil ich gedacht habe, warum soll ich die aufwerten? Ja, wer ist die AfD? So. Und das war total umstritten, auch in der eigenen Partei. Da waren auch viele Leute, wir waren ja auch in der Situation, wo völlig unklar war, dass wir jemals die Wahl gewinnen könnten. Also ich habe daran geglaubt, aber ich würde mal sagen, 90% haben so getan, als würden sie dran glauben, aber waren nicht ganz sicher, ob das so kommt. Und da muss man wirklich schon sehr, sehr sicher sein, sowas durchzuziehen. Weil natürlich die Angst und die Zweifel und alle möglichen Vertrauten dann sagen, kannst du doch nicht machen und überleg dir das und so weiter. Aber solche Situationen gibt es, wenn man Verantwortung trägt, die wirst du auch kennen. Und ich glaube, die kennt jeder Mensch in Situationen, egal ob es um Kindererziehung geht, ob es um den Job geht, egal um was, um die Eltern, um was auch immer, dass es Momente gibt im Leben, da ist man eigentlich allein mit der Entscheidung. Und da muss man einfach in sich hören, ist das der richtige Weg? Und wenn es ist, dann kann man auch frohgemut diesen Weg gehen, ja, und einen großen Optimismus ausdrücken. Und wenn man dann noch Glück hat, geht es auch noch gut am Ende. Bevor wir jetzt auch ins Publikum gehen, das ist sehr, sehr wunderbar, wie du das ausdrückst, weil ich glaube, jetzt gerade auch meine unterfränkischen Kolleginnen, die Martina und der Michael, ich glaube, wir strahlen auch etwas aus in diesem Landtagswahlkampf. Wir wollen echt nach vorne gehen. Unsere Situation ist definitiv nicht einfach, sondern es ist wirklich ein harter Wahlkampf, den wir gehen müssen. Und generell auch die Situation der SPD, und da muss man auch nicht um den heißen Brei herumreden oder so tun, als ob es nicht so sei, wir sind in keiner einfachen Phase. Du gehst damit ja auch sehr, sehr klar um, so wie ich das ja auch tue, wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten. Die SPD braucht eine Menge Kraft und eine Menge, sage ich mal, auch Atem und Ausdauer, um in die Zukunft zu gehen. Wenn ich aber jetzt, also mir geht es im Moment so, wenn ich jetzt auch nach Chemnitz gucke, was sich dort ereignet, dann ist das auch für mich einer der Gründe, erstens, warum ich sehr genau weiß, warum ich in der Sozialdemokratie bin. Und da muss ich nicht historische Vergleiche heranziehen, sondern es geht wirklich um vieles in meinen Augen im Moment. Es geht um Demokratie, es kommt aber auch die Gesellschaft ins Rutschen. Wie ist denn dein Blick darauf und durchaus auch auf diese schwierige Situation, in der wir sind, wo ich ja auch, sagen wir, wo wir ja auch oft drüber sprechen und du ja auch mal sagst, komm, zack, nach vorne. Wie sind deine Gedanken dazu? Gar keine Frage. Die SPD ist in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und es tut mir auch echt ein bisschen leid, dass ihr jetzt Wahlkampf habt in einer Zeit, wo die Bundes-SPD bei 18% hängt. Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Nichtsdestotrotz darf man nicht den Mut verlieren. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wir über viele Jahre viel zu viel Vertrauen verloren haben. Viel zu viele Menschen sind enttäuscht gewesen von der SPD. Und wir haben jetzt eine ganz gute Aufstellung. Das kriegt noch nicht jeder mit, aber wir sind ja auch eng an der Spitze verbunden miteinander. Wir kriegen das mit. Ich habe eigentlich das gar nicht erlebt, Zeiten, wo die Spitze so vertrauensvoll auch zusammenarbeitet und wo man miteinander sprechen kann, reflektieren kann, kritisieren kann, was nicht so gut gelaufen ist und dann auch weitermacht und Ratschläge angenommen werden. Das ist alles nicht so selbstverständlich in den letzten Jahrzehnten in der SPD. Auf der Bundesebene in Rheinland-Pfalz war das immer anders. Das muss ich echt sagen. Das ist auch so ein Pfund in unserer Partei. Ja. Das kann ich übrigens für Bayern auch bestätigen. Ja. Also so wie wir miteinander umgehen, und ich glaube, das zeichnet uns auch aus in diesem Wahlkampf, dass wir unglaublich geschlossen und ja, wir wollen. Und ich glaube, das muss man auch ausstrahlen. Ja. Jedenfalls, ich bin trotzdem zuversichtlich, dass wenn wir
klar bleiben als SPD, wenn wir unsere Themen jetzt auch an Mann und Frau bringen, die wir auch durchgesetzt haben im Koalitionsvertrag, und wenn wir SPD erneuern, wirklich mit Kraft auch weiter nach vorne bringen, haben wir auch die Chance, wieder Vertrauen zu gewinnen bei den Bürgern und Bürgerinnen. Und da müssen wir unsere Linien, die wir finden, eben auch vertreten. Und es ist vielleicht auch an alle Genossen, die hier sind und Genossinnen, wir würden uns total freuen, wenn bei diesem SPD-Erneuern viele mitmachen. Also wir haben jetzt fast 5000 Online-Beteiligungen. Es gibt auch Veranstaltungen jetzt demnächst. Wir haben im November das echt wichtige Debattencamp in Berlin. Es ist total wichtig, dass sich ganz viele einbringen, weil es geht echt um wichtige Zukunftsfragen für unsere Partei. Und dass die Bevölkerung sehr stark verunsichert ist zurzeit mit der Digitalisierung, mit der Globalisierung. Das sieht man an vielen, vielen Symptomen in dieser Gesellschaft. Und wir als SPD, wir werden da gebraucht. Und wir müssen gute Antworten darauf finden, wie Menschen trotzdem das Gefühl haben, sie sind sicher, sie haben die Sicherheit, dass sie auch den Wandel gut bestehen können, dass sie nicht im Stich gelassen werden von uns und dass wir ihnen trotzdem Perspektiven geben. Und das müssen wir jetzt auch schaffen, das zu erarbeiten, um dann auch mit einem frischen, dynamischen, guten Programm in zukünftige Wahlen auch wieder gehen zu können. Ja, und du beschreibst ja auch etwas, was wir jetzt auch in diesem Wahlkampf immer wieder, und das ist uns ja tatsächlich aufgrund der, ja, ich würde es mal, des Außer-Rand- und Band-Seins des insbesondere Bundesinnenministers, aber eben im Kombi mit dem Herrn Dobrindt, den wir ja sehr unangenehm kennengelernt haben in den Koalitionsverhandlungen, ich drücke das jetzt mal freundlich aus, aber eben auch Söder, wie die das Land im Prinzip in Atem gehalten haben im Juni, Juli, immer nur mit einer Thematik. Und das seit Monaten. Und es ist uns etwas nicht gelungen. Und das muss gelingen, damit wir in meinen Augen die Gesellschaft auch wieder wirklich, damit jeder sich sicher fühlt, ist, die Themen in den Vordergrund zu stellen, die wirklich jeden Tag täglich berühren. Und das sind eben die Fragen. Kriege ich das hin mit dem Job? Gibt es meinen Job noch in 10, 15 Jahren? Weil die Frage wird da mir unglaublich oft gestellt. Ihr habt ja auch große Industrieunternehmen, Autozulieferer etc. Das ist bei uns auch ein Riesenthema. Aber eben auch, kann ich mir mein Dach über dem Kopf noch leisten? Kriege ich das mit Familie und Job überhaupt unter einen Hut? Und noch der Hinweis eben mit Chemnitz, das, was dort passiert, wie ist da dein Blick da drauf? Also wir müssen uns alle ziemlich viele Sorgen machen, denn Chemnitz ist natürlich die Spitze des Eisberges, aber man darf sich nicht vormachen, dass das jetzt nur ein ostdeutsches Phänomen wäre. Also selbst in diesem friedlichen Land Rheinland-Pfalz ist die AfD mit 12,6% in das Parlament eingezogen. Und wir haben ja diese schlimmen Mord in Kandel, das ist in der Pfalz bei uns, kennen ja vielleicht einige, wo auch regelmäßig Nazis aufmarschieren. Ja. Und im Westerwald während meines Wahlkampfes hatten wir wochenlang, monatelang große Nazi-Demonstrationen, wo eben auch von ganz Deutschland Pegida-Leute sich getroffen haben, weil dort eine größere Flüchtlingsunterkunft gebaut werden sollte. Und es ist eine ganz schlimme Situation, in der wir zurzeit in Deutschland sind, von der ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich das jemals erleben sollte. Wir alle wissen, meine Generation, ich kenne nur dieses Deutschland, was in Frieden aufgewachsen ist, was die Grenzen immer weiter geöffnet hat, was erfolgreich sich entwickelt hat aufgrund des offenen Europas und des friedlichen Europas. Und wir haben all diese Gedenktage im Kopf, wo wir immer von nie wieder gesprochen haben, und wir sind mittendrin in Deutschland. Und das ist wirklich total erschreckend. Ich glaube auch nicht, dass man das jetzt ausschließlich an die Politik delegieren darf, sondern wir müssen eigentlich an jeder Stelle in der Gesellschaft, wo wir sind, aufstehen und deutlich machen, dass wir andere Vorstellungen von der Gesellschaft haben. Zu Bayern kann man da allerdings auch nur noch einen Kopf schütteln. Also Natascha weiß, wie ich denke, dass Deutschland in Atem gehalten worden ist mit dieser wirklich spalterischen Debatte. Das ist absolut unverantwortlich gewesen, und man muss von Politikern verlangen, dass sie sich anständig verhalten, auch in der Sprache. Wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken, kann man nicht von Asyltourismus reden. Es tut mir leid, es geht einfach nicht, es ist ausgeschlossen.
Und Natascha, vielleicht noch einen letzten Satz dazu. Damals war ich im Wahlkampf, als die vielen Flüchtlinge kamen. Und das werde ich der CSU auch immer vorwerfen. Natürlich waren wir damals extremst gefordert. Das ist überhaupt keine Frage. Und man kann auch darüber diskutieren, ob das alles so richtig war oder falsch war. Aber wir waren in dieser Situation. Und da hätte man den Schulterschluss der Demokraten gebraucht, dass man sich zusammensetzt und sagt, okay Leute, wir haben da jetzt eine echte Aufgabe. Und wie kriegen wir das hin? Die Bevölkerung nicht auf die Bäume zu treiben, die Sache gut zu machen, möglichst schnell wieder Ordnung herzustellen und die Verfahren in Deutschland so zu gestalten, dass wir human bleiben, aber auch klar und ordnungspolitisch klar bleiben. Anstatt dessen, von der ersten Minute an, hat die CSU Deutschland auseinandergetrieben an dieser Stelle, indem sie täglich davon gesprochen hat, dass in Deutschland der Staat nichts mehr unter der Kontrolle hat. Und das ist aus meiner Sicht absolut verantwortungslos gewesen. Es war eine schwere, schwierige Situation. Aber man hätte es auch anders machen können, wenn wir alle zusammengestanden hätten und einfach die Aufgabe angepackt hätten, anstatt jeden Tag neue Polemik an Mann und Maus zu bringen. Also das ist wirklich keine gute Art und Weise, Politik zu machen. Und sie hält an bis heute, weil im Moment ist es ja so, dass wir vieles, vieles ganz gut machen. 307.000 Asylbewerber sind inzwischen in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen. Und natürlich haben wir auch noch ein paar Probleme zu lösen, wenn wir über Rückführung sprechen und dass es Länder gibt, die die Leute nicht aufnehmen und, und. Aber wir müssen das lösen und nicht polemisieren und weiter spalten in dem Land in einer Frage, die wir doch viel, viel besser inzwischen regeln als noch vor einem Jahr oder so. Und das ist einfach die Erwartung, die ich habe. Und da trägt die CSU eine ganz klare Verantwortung in dem Sinne, dass die Art und Weise, wie sie agiert, zur Spaltung Deutschlands beigetragen hat und beiträgt und nicht zur Vereinigung und zum Zusammenhalt. Ja, und ich... Ja, und ich gehe noch einen Tick darüber hinaus, nicht nur Deutschland, sondern Europa, weil, und das ist etwas, was wir uns auch hier in Bayern nochmal ganz klar machen müssen, bei uns mehr als im Rest Deutschlands hängen in Bayern auch die Arbeitsplätze übrigens von offenen Grenzen ab, von einem Europa. Wir exportieren nach Europa, wir sind Europäer, lieber Michael, und das ist auch gut so. Und wir als SPD haben auch sehr klar gesagt, diese Landtagswahl wird auch eine Entscheidung über Europa werden, denn die Regierungspartei hat ja Europa für beendet erklärt, zumindest der Ministerpräsident. Jetzt schweigt er darüber, aber wir müssen sehr deutlich machen, wir sind stark, ja, aber wir sind auch so stark, wenn Europa stark ist, und Europa kann einem ja, wenn man nach Italien guckt, sage ich mal, wirklich zutiefste Sorgen machen. Und ich habe beispielsweise gestern die Gründer von Sea-Watch getroffen, das ist die private Seenotrettung im Mittelmeer. Und die haben mir gestern nochmal sehr, sehr deutlich gesagt, im Moment fliegt niemand über das Mittelmeer. Es gibt keine Seenotrettung außer der angeblichen libyschen. Aber wir wissen, wie Libyen rettet. Sie retten nicht, sondern sie fahren auch in die Flüchtlingsboote hinein. Niemand weiß im Moment, was auf dem Mittelmeer geschieht. Und das, glaube ich, muss uns auch nochmal, auch als Partei, die Humanität nach oben bringen, dass wir hier auch verantwortlich sind, nicht nur für uns, sondern für viel, viel mehr. Lieber Michael, jetzt geht's an Sie. Malu Dreyer hat Zeit bis kurz vor acht und Sie haben die Zeit jetzt, wenn Sie möchten. Sie können sie nutzen, Sie können fragen, was auch immer Sie wollen. Bitte schön. Ich komme mit dem Mikrofon dann gleich zu Ihnen. Ich möchte noch ergänzen, genau deswegen ist auch mein Motto Souflaki statt Söder. Dazu lade ich Sie jetzt auch noch ganz kurz ein, gemeinsam mit Simon Dümig und Merja hier nach Seilauf am 9. September. Richtig? Ab 16 Uhr. Wer möchte die erste Frage stellen? Ja, Malu und Natascha, ich bin der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion.
Ich habe vorhin das mit dem Bus aufgenommen und sehe, also nach den Schwierigkeiten der SPD, ich meine, das ist ja offenkundig, und wir haben zurzeit gerade drei Themen, wo ich sage, ja, das sind die Punkte, wo wir gern sozialdemokratisch handeln würden, wo uns aber gesetzlich einfach die Gesetze uns binden und keine Möglichkeit geben. Bus. Du hast gesagt, Nordrhein-Pfalz ausgedünnt. Also wir sind eigentlich noch ein recht dichter Landkreis, aber müssen jetzt auch, wurde schwache Jahrgänge, die ersten Buslinien ausschreiben. Die Ausschreibung gewinnen große Konzerne mit internationalem Hintergrund, die örtlichen Busunternehmen keine Chance, die ihre Busfahrer noch fair bezahlt haben, fallen hinter runter. Zweite, man hatte gerade die Müllausschreibung im Landkreis, jahrelang haben wir die Ausschreibung gesammelt, vermietet, das rausgetrieben, weil, es war hier zu erwarten, den Zuschlag bekommt ein großer Konzern mit internationalem Hintergrund und der örtliche Müllunternehmer fällt hinten runter, hat keine Chance, weil er faire Löhne bezahlt, das machen die nicht. Das dritte Thema, Krankenhaus, da kann es hier vielleicht in Rheinland-Pfalz ein klein bisschen anders sein. Wir haben vor 4 Jahren unser Klinikum und das Krankenhaus hier in Wasserlos fusioniert. Die Gutachter haben uns gesagt, ihr kriegt dann die schwarze Null. Vorher hatte beide rote Zahlen geschrieben. Die schwarze Null sieht so aus, dass im vergangenen Jahr ist das Defizit auf 8 Millionen angewachsen. Das heißt, Stadt und Landkreis müssen zur Hälfte 8 Millionen Defizit stemmen. Also mit Tendenz steigend. Das können wir zeitlang machen. Wir wollen die Krankenhäuser in kommunaler Hand behalten. Miltenberg hat schon vor vielen Jahren die Krankenhäuser in Rhön-Klinikum an die Privaten verkauft. Mit der Konsequenz, Herzinfarkte und viele Sachen werden dann nach Aschaffenburg geliefert, also wird sammel abgestoßen. Also wir können das noch eine gewisse Zeit tragen, aber der Landkreis Aschaffenburg, wir haben kein Riesenmittel, um das dauerhaft solche Defizite. Und da muss man einfach sagen, Gesundheitspolitik, so ein Krankenhaus für eine Region von 240.000 Leuten, das muss ich doch tragen. Und das sind einfach, die wissen, wenn ein Blinder ankommt, wenn ein Kind mit Blinder ankommt, dann wissen die legen so viel Euro drauf. Das wissen die vorher schon. Wo wird Geld verdient? Mit Hüften, mit Herzklappen. Und das wird dann, sagen wir, die Leute kriegen dann eine Herzklappe angedreht, die kriegen eine Hüfte verkauft. Und da muss ich einfach sagen, das System ist so schlimm und krank. Und wir können gar nichts machen. Wir müssen den an billigsten Bieter gäbe beim Bus, beim Müll in der Schweiz, die nicht in der EU sind, die andere Vorschriften haben, der wird der billigste Bieter ausgeschlossen, weil der wahrscheinlich mit Dumpingpreis arbeitet. Und da muss ich einfach sagen, wir als Sozialdemokraten, ihr müsst andere Regelungen machen, und wenn es in Europa ist, dass wir ohne, weil diese Busunternehmer, die Müllwerke, die sind ja nicht luxusbezahlt, die sind ohne. Ja, also auf der bayerischen Ebene, auf der Landesebene, gibt es etwas, was die Staatsregierung sich weigert zu tun? Das ist ein Vergabe- und Tariftreuegesetz. Und das ist das, was wir als SPD einführen werden. Neben übrigens einem Weiterbildungsgesetz. Also Bayern kann so viel als politisch Verantwortliche. Und Malu hatte vorhin bei dem Journalist, der fragte nämlich die Malu, gibt es einen Politikwechsel, wenn die SPD rankommt? Ja, weil wir nämlich ein Vergabe- und Tariftreuegesetz brauchen. Für all diejenigen, die in dieser Politsprache nicht so drin sind, wenn Aufträge vergeben werden, dann kann der politisch Verantwortliche regeln, welche Bedingungen, Arbeitsbedingungen, welche Löhne festgelegt werden müssen, welche Arbeitsbedingungen. Und ich sage immer etwas salopp manchmal, wenn ich einen kleinen Zorn habe, statt in öffentlichen Gebäuden Kreuze aufzuhängen, sollten dort anständige Löhne bezahlt werden und entfristete Jobs aufhängen. Das ist das eine. Man muss sich auch noch eines klar machen. An dem Gesamtsteueraufkommen Bayerns bekommen die Kommunen ja einen gewissen Anteil. Und der ist ziemlich niedrig. Der liegt, wenn Sie sich vorstellen, von dem gesamten Einkommen bei 12,75%. Wenn wir in andere Bundesländer gucken, liegt der weit über 20. Und das hat auch einen Sinn, weil die Kommunen am besten wissen, wo sie das Geld einsetzen, was sie brauchen. Das heißt, wenn wir drankommen, dann wird auch diese Verbundquote, so nennt sich das ja in der politischen Sprache,
erhöht werden. Im Moment haben wir in unserem Programm 15 reingesetzt, jetzt haben wir 12,75, erstmal auf 15. Das muss man aber anheben, damit tatsächlich die Handlungsfähigkeit der Kommunen endlich dorthin kommt, wo sie brauchen, damit die Menschen vor Ort ihre Versorgung garantiert bekommen. Bei den Bussen, ich selber komme ja aus dem Landkreis München über mich, ich komme nicht aus der Stadt, das ist ein Unterschied, ich komme aus dem Landkreis. Warum ist München so groß? Naja, und hat einen extremen Druck, das stimmt. Wir haben aber auch im Landkreis München ganz ländliche Regionen, also wirklich dörflich, die keine Busse mehr selbst finanzieren können. Wir machen das jetzt über andere Lösungen, beispielsweise, da würde aber übrigens die Verbundquote auch wieder helfen, weil du dann eben über die Kommunen kannst du wieder dem Landkreis Schlüsselzuweisung etc. und kommunale Abgaben, kannst du das ja auch wieder regeln. Wir haben Rufbusse. Also es gibt die wirklich kreativsten Möglichkeiten, einen Transport herzustellen, auch wenn nur wenige einsteigen. Marlo, wie ist denn dein Blick darauf? Ja, also ich kann das eigentlich nur noch ergänzen. Ich hätte jetzt auch das Tariftreuegesetz, das ist eines, und Vergaberecht, das ist eines der ersten Gesetze, die wir in der letzten Legislatur schon gemacht haben als Bundesland. Das ist ein bisschen schwierig, aber wir haben das ganz gut hingekriegt und inzwischen haben, glaube ich, von 16 Bundesländern 14 ein solches Gesetz und Bayern hat keins. Ja. Also das ist eine Möglichkeit, ein bisschen was zu tun. Finde ich auch richtig, auch wenn wir vergeben und so, dass man als Staat auch, ja, dass man sagt, wir haben die Erwartung, dass bestimmte Löhne bezahlt werden. Ne? Und das Gesundheitswesen ist noch nicht beantwortet, aber das ist echt eine totale Baustelle, dieses Thema. Also wenn Natascha sagt, die Kommunen in die Lage versetzen, wir haben nur noch wenige kommunale Krankenhäuser, das hat aber bei uns zwei Gründe. Bei uns sind die Kirchen sehr, sehr stark. Also wir haben viele Krankenhäuser, die in Trägerschaft von Caritas oder von der Diakonie sind oder von der Kirche sind. Und wir haben also Krankenhäuser, die auf der staatlichen Seite waren, haben wir schon vor langer, langer Zeit eine große Gesellschaft gegründet, das Landeskrankenhaus, was dann Träger ist von einigen Krankenhäusern, die auch in der Fläche in den Regionen ist. Und dadurch haben wir, glaube ich, auch finanziell etwas bessere Verhältnisse. Nichtsdestotrotz, im Gesundheitswesen ist nun mal das Problem, das ist aber, glaube ich, inzwischen auch in der Bundestagsfraktion angekommen, dass die ländlichen, die Flächenländer können nicht damit umgehen, wenn das Finanzierungssystem im Gesundheitswesen nur auf zentrale Einrichtungen abstellt, auf hochspezialisierte zentrale Einrichtungen. Wir brauchen auch die Krankenhäuser in der Fläche. Und das bedeutet, man braucht auch eine Finanzierung für die Grundversorger in der Fläche und Ähnliches. Und da müssen wir sicherlich als SPD auch noch weiter am Ball bleiben, weil man das nicht vermitteln kann. Eines der größten, wichtigsten Themen für die Bevölkerung ist gesundheitliche und pflegerische Versorgung in ländlichen Regionen. Und da müssen wir auch noch ein bisschen dran arbeiten auf der Bundesebene, dass es mit der Finanzierung auch klappt bei den kleinen Krankenhäusern. Ne? So, hier hinten eine Frage. Sie hatten eben von dem unsäglichen Dreigestirn der CSU gesprochen. Sie wissen, was ich meine. Mhm. Sie kennen ja sicherlich auch die aktuellen Umfragen. Die sehen ja auch in Bayern für die SPD wieder nicht gut aus. Sie haben sich sicher Gedanken darum gemacht. Vielleicht können Sie mir auch davon mitteilen. Warum konnte die SPD von diesem Tiefflug der CSU nicht profitieren? Ja, da hängt ja auch, sag ich mal, einmal habe ich ja vorhin schon erläutert, was extrem problematisch war und ist, dass immer ein Thema monothematisch, und das war ja auch das Problem im Bundestagswahlkampf. Ich sage nur, wer erinnert sich auch an dieses TV-Duell? 40 Minuten wurde nur über ein Thema geredet. Wir müssen es endlich schaffen, in unserem Land, nicht nur in Bayern, sondern in Deutschland, über die sozialen Themen zu reden. Das heißt, die Themen, die tagtäglich eigentlich jedem in seinem eigenen Leben eine Herausforderung sind. Und die Problematik, vielleicht darf ich zuerst mal ausreden. Ja, die Problematik war eben auch Juni, Juli, es ist uns nicht gelungen, dass wir diese Themen in den Vordergrund schieben, damit wir endlich in einen Wahlkampf kommen, der auch wirklich das Leben in Bayern widerspiegelt. Und es ist uns als SPD, dieser Krach, den das Dreiergestirn ja hier vom Zaun gebrochen hat, das hat eine unglaubliche Verunsicherung ausgelöst im Land, eine unglaubliche.
Und die SPD wird natürlich auch wahrgenommen, mit diesen in einer Regierung zu sein. Und wir waren in dieser Zeit im Juni, Juli in meinen Augen der Stabilitätsfaktor in diesem Land. Wir konnten aber auch nicht profitieren, weil sich einfach die Menschen weggedreht haben und haben gesagt, was ist das denn? Und das ist auch die Situation, in der wir natürlich, weil Bundesebene und Landesebene sich da auch kaum mehr trennen ließen, wir haben uns dem sozusagen dieser Bleiweste auch nicht entledigen können jetzt als bayerische SPD, um da in den Wahlkampf wirklich einzusteigen. Was sich aber jetzt zeigt, auch in den Umfragen, hin oder her bei den Werten, 60%, über 60% der Menschen wissen überhaupt nicht, was sie tun sollen, was sie wählen sollen. Und deswegen ist es so wichtig, dass die SPD jetzt immer die sozialen Themen in den Vordergrund stellt, was wir ja auch heute hier diskutiert haben. Und wenn Sie die Fragen auch angucken, die gehen eben um die tagtäglichen Fragen. Und das müssen wir beantworten, weil wenn wir das nicht hinkriegen als demokratische Parteien, über diese Themen zu sprechen, dann profitiert nur eine einzige Partei davon. Und das ist der Punkt. Es ist kein einfacher Weg, der ist verdammt hart, aber den müssen wir gehen, auch wirklich mit aller Kraft. Und ich sage immer übrigens eins, wer jammert, der wird niemals gewählt und deswegen hier jammert niemand, sondern hier wird gekämpft. Guten Tag, mein Name ist Mario Garcia und ich bin genau von dieser Partei, die Sie gerade genannt haben, die AfD. Ja? Und genau das ist Ihr Problem in der SPD. Ja? Also Sie haben gerade genannt, dass Sie die sozialen Aspekte vergessen haben. Ja? Dass Sie mit einem Thema in einem TV-Duell 40 Minuten nur mit einem Thema beschäftigt waren und so. Ja? Also Sie versuchen zu klären, ja, dass das Problem, warum die SPD aus dieser Misere nicht rauskommt, ja, dass das der Grund ist, ja, aufgrund eines individuell. Ja. Aber Sie haben es richtig genannt. Sie haben die sozialen Aspekte von der SPD vergessen oder verloren. Ja. In dem Sinn, lassen Sie mich bitte ausreden. Ja. Gerne. Kurz und knackig. Während der ganzen Zeit hier, Sie haben vieles über Menschen gesprochen, ja, das ist in Ordnung. Ja. Aber die Problematik von Chemnitz zum Beispiel, die Problematik davon Kandler, ja, diese alte Situation, wo so viele Nazis kommen sollten, nach Ihren Worten. Ja. Sie haben gar nicht genannt, ja, dass ein Menschen dort in Kandler, ein Mädchen ermordet wurde, ja. Dass in Chemnitz ein Mensch auch ermordet wurde. Ja? Aber stattdessen reden Sie über die Leute, die im Meer ertrinken, ja? Also die anderen Leute. Aber für die Leute hier im Land haben Sie, also darüber haben Sie kein Wort verloren. Ja, aber was ist die Frage? Gar nicht. Die Frage? Nee, also es ist eigentlich ein Kommentar. Ja? Also Sie haben Wir wissen es zu beantworten. Ich möchte gerne darauf antworten. Und ich will jetzt erstmal an alle sagen, ich habe das noch selten erlebt, dass jemand, der für die AfD steht, in so einer Versammlung aufsteht und etwas sagt. Und dafür will ich mich jetzt erstmal bedanken bei Ihnen. Mache ich jederzeit. Das Zweite ist, Entschuldigung, dass ich unterbreche, genau. Also letztes Mal, Ihre Kandidatin. Ehrlich gesagt, die Frau Dreyer dran. Sie haben einen Kommentar abgegeben und jetzt kommt die Antwort. Das Zweite ist, in Kandel ist ein Mädchen ermordet worden. Ja, und das ist schlimm und das ist schrecklich und furchtbar. Und es gibt niemanden, der das nicht auch sagt. Was ich der AfD vorwerfe, ist, dass sie den Tod dieses Mädchens instrumentalisiert, indem sie mit 1000 Leuten durch diese Stadt, die echt nichts dazu kann, mit Parolen läuft und den Mord instrumentalisiert für nationalistische und auch für rechtsextreme Parolen. Und das kann ich nicht akzeptieren. Und weil Sie jetzt da stehen und weil Sie etwas gesagt haben, will ich Ihnen auch noch sagen, man kann einen Mord nicht mit anderen Morden aufwiegen. Ein Mord ist immer schlimm. Und vor allem, wenn ein Kind ermordet wird. Es ist grauenerregend. Aber in Deutschland werden leider auch häufiger junge Menschen ermordet. Und warum ich sage,
dass Sie das instrumentalisieren, ist der Grund, dass Sie es nur zum Thema machen, wenn ein Ausländer ein deutsches Mädchen ermordet. All die anderen Morde, die in Deutschland geschehen, sind für Sie überhaupt niemals ein Thema. Ich habe noch nicht erlebt, 3 Wochen vorher wurde an einer anderen Stadt ein Kind ermordet, dass dort auch nur ein AfDler aufmarschiert ist. Und das werfe ich Ihnen vor. So, und der dritte Punkt ist, ich glaube an unseren Rechtsstaat. Und ich bin dagegen, egal was passiert, dass die Menschen meinen, sie müssten so etwas Ähnliches wie Selbstjustiz propagieren, was wir auch in Chemnitz gerade erleben. Das ist nicht mein Land und auch nicht unser Land. Wir leben im Rechtsstaat. Und wenn eine schlimme Tat passiert, wie diese Tat, ein Mord, dann ist dafür nicht die Straße zuständig. Hören Sie mir zu, bitte. Dafür ist nicht die Straße zuständig, sondern dafür ist zuständig die Polizei, die Staatsanwaltschaft und das Gericht. Und genau das passiert auch in Kandel. Und mein letzter Punkt ist ja, die SPD hat leider Jahre gehabt, wo sie Dinge getan hat, die wir heute vielleicht nicht mehr tun würden. Weil wir sagen, wir haben da vielleicht auch unsere soziale Kernkompetenz ein Stück verlassen. Und das ist ja auch, warum es so viele Menschen gibt, die uns jetzt nicht mehr trauen. Aber ich kann Ihnen sagen, wir sitzen hier und sagen ganz ehrlich, dass wir uns auf den Weg begeben und dass wir das nach außen tragen, was wir erreichen wollen für die Menschen. Und ich weiß nicht genau, ob Sie das auch mitkriegen, dass wir jetzt zum Beispiel auf der Bundesebene wieder das Rentenniveau absichern. Dass wir auf der Bundesebene durchgesetzt haben, dass Sie demnächst oder Deutschland die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen insgesamt 6 Milliarden Euro einsparen, weil die Arbeitslosenversicherung runtergesetzt wird. Dass Sie ab Januar die Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerinnen 7 Milliarden Euro sparen werden, weil wir die Parität wieder durchgesetzt haben. Dass wir gebührenfreie Bildung in ganz Deutschland durchsetzen. Oder dass wir Themen wie sozialer Arbeitsmarkt endlich wieder durchgesetzt haben, dass das, was Natascha Kohnen sagt, nämlich dass es sozialen Wohnraumförderung in Zukunft wieder geben wird, das ist SPD-Politik. Und das werden wir in Zukunft noch deutlicher sagen und wir werden ganz klar wieder identifizierbar sein als die Partei, die Deutschland nach vorne bringt, die tolerant und offen ist und die gleichzeitig dafür sorgt, dass wir soziale Gerechtigkeit nach vorne bringen. Und ich finde, deshalb kann man die SPD wählen. Nächste Frage, bitte. Ja, gerne. Ja, mein Name ist Christel Moser. Schönen guten Abend. Ich bin eine 68er. Ich könnte also Ihre Mutter sein oder deine Mutter sein, Natascha. Was wir an gesellschaftlicher Veränderung haben, kommt auch viel von den 68ern. Das heißt, wir, die heute älter sind, sind kein altes Eisen oder wie früher Versorgungsfälle. Also müssen wir uns unbedingt darum kümmern, dass wir, die noch mitten im Leben stehen und noch engagiert sind, neue Wohnformen bekommen. Denn wir wohnen, ich jetzt allein in meinem Haus seit Jahren, seitdem mein Mann tot ist, wir wohnen in unseren Häusern alleine und wir wurschteln uns zu Tode. Und ich habe jetzt versucht, jahrelang ein gemeinsames Wohnprojekt zu initiieren, was nicht geht, weil keine Grundstücke da sind, weil keine Unterstützung da ist. Was ganz wichtig ist, neue Wohnformen zusammenwohnen können, sodass wir unsere Häuser jungen Familien übergeben können, Freiheit haben, uns weiterhin engagieren können. Und da bin ich jetzt ganz aktiv dabei, weil ich mein Haus gerade verkaufe.
und in eine kleine Wohnung ziehe und weiter daran arbeiten werde, also Projekte, Wohnformen zu kreieren, wo die Gemeindeschwester dazugehört, aber wo man noch selbstständig und frei ist. Und da bitte ich ganz viel in der Sozialdemokratie zu arbeiten, denn es ist unser Thema. Mhm. Als ich begonnen habe zu studieren, da bin ich Anfang der 90er, Ende der 80er, bin ich nach Holland gefahren, Groningen. Und in Groningen gab es damals schon Wohngemeinschaften von Älteren mit Studierenden zusammen, was übrigens eine unglaublich tolle Lösung ist, um auch die Wohnproblematik für Studierende zu lösen, auch hier in Bayern oder eben auch in Deutschland, weil wir ja in allen Studienorten inzwischen, auch Ausbildungsorten, die Problematik haben, dass die Studierenden ihren Ort nicht mehr aussuchen können nach WG-Wohnungen, weil es gar keine mehr gibt oder sie nicht mehr bezahlbar sind. Das heißt, wir müssen da auch, es muss ja nicht eine bürokratische immer Form sein, dass man immer irgendwas drüber legt, sondern wir müssen dazu übergehen, auch gesellschaftlich, und das ist ja nicht nur eine politische Frage, dass wir eben die Wohnformen mischen. Aber es ist zum Beispiel auch denkbar, und dafür haben wir jetzt die Wohnbaukommission, das ist jetzt auch so ein politisches Superwort, das ist schlichtweg eine Kommission, die wir jetzt auf der Bundesebene der SPD beschlossen haben. Die geht übrigens auf Hans-Jochen Vogel zurück. Hans-Jochen Vogel schrieb mich ganz oft an in letzter Zeit und hat zu mir gesagt, du musst eine Kommission machen auf der Bundesebene, jetzt bist du da oben tätig seit einem halben Jahr, damit wir endlich über solche Themen sprechen, aber eben auch über den Bodenpreis, der steigt und steigt und steigt und steigt. Und wir brauchen da endlich eine Bodenpreisbremse, einerseits von der Politik her. Und da sind wir jetzt bei dem, haben wir in den Koalitionsverhandlungen ja auch den ersten Schritt durchgesetzt, dass eben Leute, die eine Fläche, und das passiert ja unglaublich oft in Kommunen, liegt plötzlich da eine Brachfläche und man weiß, die ist eigentlich bebaubar. Demjenigen, die dir aber gehört, lässt es liegen, weil er nämlich weiß oder sie, dass der Bodenpreis steigt und steigt und es ist doch viel schöner, ich lasse es liegen und greife einfach die Gewinne ab, die Spekulationen, die ich damit mache. Und da gehen wir jetzt bei der Reform der Grundsteuer rein, A und B wird reformiert, und machen noch eine Grundsteuer C hinzu, die Initiative, dass die Kommunen diese Grundstücke, dass man an die Besitzer rangehen kann und sagen, wenn du Spekulationsgewinne mit deinem Grundstück machst, greifen wir das ab. Und der Staat muss rein in diese Dinge. Das ist jetzt einer der Punkte. Und wir haben übrigens also in dieser Wohnbaukommission, wie es Malu ja auch schon erwähnt hat, ist beispielsweise Dieter Reiter, den habe ich jetzt mit hineingenommen, den Uli Mali, weil die ja auch durch ihre kommunale Aktivität in der sozialdemokratischen Familie unglaublich viel Erfahrung haben, eben auch was kleinere Kommunen betrifft. Also wir gehen da jetzt rein, aber ich kann mir beispielsweise noch als letzten Satz auch gut vorstellen, dass man eine sogenannte Umzugsprämie zahlt, wenn jemand aus seinem Haus auszieht und sagt, ich lasse eine jüngere Familie einziehen. Das ist manchmal notwendig, weil du hast Häuser, wo ältere Menschen drinnen wohnen, dann noch alleine, die sich es gar nicht leisten können, umzuziehen. Und da muss man auch mal hingehen und sagen, ich bin dir behilflich erstens bei der Suche nach einer Wohnung, die du dann bezahlen kannst, die dem entspricht, und zweitens, wir helfen dir auch beim Umzug. Im Gegenzug geht vielleicht eine Familie in dieses Haus hinein. Also wir müssen als Gesellschaft uns auch verändern und mit der Politik gemeinsam deutlich kreativer im Denken werden und nicht immer nur statisch bleiben. Ich würde ganz gerne mal die Natascha noch ergänzen, weil als ich meine erste Regierungserklärung als Ministerpräsidentin gehalten habe, habe ich gesagt, ich möchte daran arbeiten, dass es in Rheinland-Pfalz in jeder Gemeinde ein Wohnprojekt gibt. Und wir haben wirklich sehr viel inzwischen erreicht in Rheinland-Pfalz. Wir haben erstens mal sehr unterschiedliche Wohnformen inzwischen. Also wir haben 109 Wohnprojekte inzwischen, die intergeneratives Wohnen sind, die genossenschaftliches Wohnen sind, die alt und jung sind, die Pflegewohnen sind. Also alles, was man sich so vorstellen kann. Und wir haben da auch Beratung in unserem Land jetzt installiert in solchen Fällen. Also Frau sagt, ich würde gerne so eine Gemeinschaft gründen. Ich habe auch ein Haus, aber irgendwie finden wir kein Grundstück. Also wir machen das wirklich generalstabsmäßig bei uns im Land, auch über das Sozialministerium, weil es tatsächlich so einen Bedarf gibt,
dass Menschen sagen, ich will doch nicht im Alter alleine leben, was soll das? Außerdem ist mein Haus viel zu groß und ich würde mich gerne mit anderen zusammentun. Das ist ein ziemlich komplizierter Weg, aber wir unterstützen das und ich finde, ein super Weg ist, dass man gemeinsam eine Genossenschaft gründet. Also wenn man Lust hat, sowas zu gucken, auf der Homepage Sozialministerium kann man ganz viel lesen bei uns darüber. Man kann das auch besichtigen. Es ist ein echtes Zukunftsthema. Und vielleicht noch ein Anreiz für den 14. Oktober, einen Politikwechsel in Bayern zu wählen. Ja. So, jetzt hier hinten. Genau. Guten Abend, Frau Dreyer, guten Abend, Frau Kohn. Ich vertrete die 60%, die sich nach ihrer Meinung noch nicht entschieden haben und bin deswegen heute Abend hier. Mich würde interessieren, im Hinblick auf den 14. Oktober, sieht das so aus, als würde die aktuell regierende Partei die absolute Mehrheit nicht wiederholen. Stehen Sie persönlich als Natascha Kohn dafür bereit, nach dem 14. Oktober mit Herrn Söder in Verhandlungen zu gehen, sofern die Bedingungen stimmen, zum Beispiel 25.000 neue Wohnungen, Spekulationssteuer auf ungenutztes Bauland, gibt es auch hier in Alzenau. Ich frage Sie als Frau Kohn und nicht als Landesvorsitzende der SPD. Meine Erfahrung. Ich möchte keine Antwort hören, wir müssen nach dem 14. Oktober in unseren Gremien beraten. Ich sage Ihnen ganz echt, wenn Sie mich auf Söder ansprechen, sowas will ich mir nicht vorstellen müssen. Erstens, zweitens weiß ich sehr genau, der will keine 25.000 Wohnungen bauen. Ich weiß übrigens auch sehr genau, dass er alles tun würde, um die Grundsteuer C aufzuhalten. Da ist ein Riesendissens und ich habe ein Riesenproblem mit Herrn Söder, weil er einen Politikstil hat, der in meinen Augen nicht von Anstand und Respekt und Ernsthaftigkeit geprägt ist. Okay? Nein. Wenn Sie mich als persönlich fragen, was ich von Herrn Söder halte, ist das, mit Herrn Söder will ich es mir nicht vorstellen müssen. Aber eines müssen Sie auch akzeptieren. Ich bin ein Teil der SPD und die SPD hat gemeinsam zu entscheiden und das ist ehrlicherweise nach dem 14. Oktober. Und diese Antwort kriegen Sie aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich jetzt hier sage, Koalition, nee oder ja, wissen Sie, was wir dann die nächsten 6 Wochen diskutieren? Jeden Tag. Und jeder Journalist wird mich nur fragen, was machen Sie da drin in dem Bett der CSU, was machen Sie nicht in dem Bett der CSU? Ich sage Ihnen eins, ich will hier reden über sozialen Wohnungsbau, über Kita-Betreuung. Ich will endlich über die Themen reden und nicht immer über Personality-Shows oder irgendwelche Koalitionsspielchen. Sonst kriegen wir kein Vertrauen in die Politik rein. Und was ich auch nicht mache, ist mich am Wahlabend hinstellen und irgendwelche Dinge raushauen, was man angeblich jetzt alles machen muss und so weiter. Wir müssen es in der Politik endlich lernen, dass wir auch Zeit uns nehmen. Und ich will mir sehr genau anschauen, wie das Wahlergebnis ausgeht. Aber auf den Herrn Söder angesprochen, da haben Sie meine Aussage, glaube ich, sehr deutlich gehört. Es ist kurz vor 8. Ich habe jetzt noch 3 Fragen gesehen. Wenn wir die auf ganz knackige, schnelle Fragen... Dann, Michael, machen wir die Fragen kurz, knackig hintereinander, weil großes Verständnis, Malu Dreyer muss kurz. Ganz bald weg. So, mein Name ist Günther Winter, ich komme aus Mömbris. Ich bin da sehr stark mit meinen Kollegen hier bei den Obstwiesenrettern im Umweltschutz tätig. Wir pflegen die Bäume, wir versuchen die zu retten, die hier im Nachgang sind und so weiter. Jetzt haben wir hier einen Sommer gehabt, der mit wenig Regen viel Stress für die Bäume bedeutet hat. Also das Thema ist heute noch nicht ganz angesprochen worden. Ich finde es ganz glücklich, dass wir viele Themen haben, aber ich möchte gern wissen von der Landespolitikerin, was da ansteht. So, jetzt sammle ich weiter, das war hier vorne. Astrid Koralowski, Ortsverein Karl. Ich habe eine Frage an die Steuern, die nicht bezahlt werden. Also zum Beispiel ein Supermarkt, der bei uns ist, Straße benutzt und Müll und so weiter. Also die Gemeinde benutzt, aber er zahlt keine Steuern und ich glaube auch keine Steuern in Deutschland. Was tut die SPD in dieser Hinsicht? Und das Zweite, die
Geheimniskrämerei, die mit Jobsuche und mit Gehalt zu tun hat und die Auswirkungen. Also wir hatten hier Flüchtlinge und die haben Jobs gesucht, aber man konnte sie nicht ausschreiben, weil man das öffentlich nicht tut. Okay. Danke. So, und die letzte kurze Frage. Ja, mich würde nur interessieren, du hast erzählt von den dem generationenübergreifenden Wohnen. Mich würde interessieren, wie viel wird da Zuschuss gegeben, zum Beispiel wenn die kreisbaueigene Gesellschaft, wenn die so ein Projekt hinstellen würden, und mit wie viel Prozent kann da gerechnet werden, dass vom Bund gezahlt wird? Wir hatten nämlich ein Projekt in Großostheim kreiert gehabt und es ist leider Gottes gescheitert, weil die Kosten einfach nicht zusammengekommen sind. Wir wussten nicht, was die Gemeinde oder sonst jemand dazu gibt. Gut, danke. Dann, damit Malu das letzte Wort hat heute Abend als mein Gast, fange ich vielleicht kurz an. Erst hier mit dem Supermarkt, der hier sozusagen Gewinne einfährt und keine Steuern zahlt. Entschuldigung, da sind Sie. Wir als Bayern-SPD sind der klaren Meinung, Unternehmen, die in einem Land Gewinne machen, haben auch dort die Steuern zu zahlen und das müssen wir regeln. Erstens. Zweitens, die zweite Frage mit dem Ausschreiben, das weiß ich jetzt nicht genau, was Sie meinen, aber vielleicht lassen Sie mich einen anderen Punkt nennen, den sogenannten Spurwechsel. Ich glaube, da möchte ich auch nochmal ein klares Statement abgeben. Dieser Spurwechsel bedeutet, dass Menschen, die hier in Deutschland angekommen sind in den letzten Jahren, und da muss man ja von Jahren reden, weil viele, viele sind ja wirklich schon länger hier und haben aber einen Status, der in der Duldung ist, aber sie haben die Sprache gut gelernt. Sie sind hier in Ausbildung oder sie arbeiten hier und die Unternehmen und das Handwerk brauchen sie. Da kann man jede IHK, jedes Bezirkes in Bayern fragen, die brauchen diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und wir sagen klipp und klar, im Moment hat unser Land nur eine Eingangstür und die heißt Asyl. Wir brauchen eben schnellstmöglich die zweite Eingangstür, Einwanderungsgesetz. Und bis die da ist, brauchen wir einen Pragmatismus. Und der heißt Spurwechsel, das heißt, dass diese Leute hier bleiben können und arbeiten können. Über einen Stichtag kann man auch alles diskutieren. Das sind vielleicht die zwei Punkte, vielleicht trifft es so ein bisschen das, was Sie gesagt haben. Dann gehe ich noch kurz auf den Herrn mit dem Umweltschutz. Ich selbst bin Biologin. Bin über, sag ich mal, Photosynthese, Forschung, ich mache jetzt schon hier die Kreisbewegung, klar, Kreislauf und so weiter, bin ich in die Politik auch gekommen, übrigens über das Thema grüne Gentechnik. Ich komme selber aus der Gentechnik, ich sage klipp und klar, Agrogentechnik hat auf unseren Feldern nichts zu suchen, weil wenn sich die Gene vom Acker machen, sie werden sie niemals zurückholen. Wir wissen nicht, was wir tun zu diesem Punkt. Zweitens, bei der ganzen Klimapolitik, für mich ist die Energiewende eine Klimawende. Und das heißt, bei der Energiewende müssen wir endlich wieder zu einer Logik, zu einer Sachlichkeit zurückkehren. Und für uns in Bayern heißt das, und so steht das auch in unserem Wahlprogramm, wir werden die 10H-Regel wieder abschaffen. Aus einem einfachen Grund. Die Windkraft in Bayern ist zum kompletten Erliegen gekommen. Wir müssen mit den Menschen vor Ort gemeinsam überlegen, wie wir so etwas machen. Aber die 10H-Regel hat die Energiewende komplett an die Wand gefahren hier in Bayern. Ich hoffe, jeder weiß, was 10H ist. 10H heißt 200 Meter hohes Windkraftwerk, Windkraftanlage mal 10, 2000 Meter von jeder Bebauung entfernt. Damit bleibt nichts mehr übrig von der Fläche Bayerns. Und so etwas wissentlich zu entscheiden und keine Antwort zu geben, bedeutet in Zukunft, unsere Energie wird aus dem Ausland kommen, anders wird es nicht gehen. Und das ist schlichtweg Atomkraft und nichts anderes oder teuerste alte Kraftwerke aus Österreich, die wir dann auch noch super teuer bezahlen. Also so funktioniert einfach Politik nicht. Bei der ganzen Klimawende, wir brauchen ein Klimagesetz, Klimaschutzgesetz, damit wir überhaupt mal wissen, wo unsere CO2-Emissionen herkommen in Bayern. Wir wissen es nicht, weil die momentan regierende Partei sich weigert, ein Monitoring zu machen, um mal herauszufinden, wie viel CO2 entsteht eigentlich in unserem Land. Und dann können wir nämlich auch klare Zielsetzungen machen, wie wir das Ganze runterfahren. Zum Schluss noch. Wir brauchen aber ebenso bei der ganzen Dieselfrage eine klare Ansage an die Automobilindustrie. Diejenigen, die betrogen haben, müssen das Ganze in Ordnung bringen durch Nachrüstung für den Verbraucher. Der Verbraucher darf in diesen Fällen nicht herangezogen werden. Für diejenigen, die sich an Grenzwerte gehalten haben, da muss der Staat ran, gemeinsam wir als Gesellschaft.
Was für mich keine Option ist, was beispielsweise vom Verband der Bayerischen Wirtschaft vorgeschlagen wird, die sagen, man kann doch die Grenzwerte hochsetzen. Dann muss ich echt fragen, geht es eigentlich noch? Also wir brauchen hier eine klare Ansage, wo wir hinwollen als Bayern. Aber das ist ein Riesenthema, was jetzt auch noch in Wärmedämmung hineingehen würde und. Aber da sind wir sehr klar strukturiert und sehr klar, wir brauchen eine Klimawende, weil wir haben nur einen Planeten. Das ist jetzt von dem großen Bogen zurück zum kleinen generationenübergreifenden Wohnprojekt. Das ist die einzige Frage, die offen ist. Und ich sage mal, wir fördern im Land mit Landesmitteln. Natürlich kriegen wir auch teilweise Geld vom Bund, aber ich weiß nicht genau, welche Bundesmittel ihr da anzapfen wolltet. Also wir, uns stehen dazu keine zur Verfügung, sondern wir machen das dort mit der Förderung, wo tatsächlich auch öffentlich geförderter Wohnraum möglich ist. Also übersetzt eigentlich sozial geförderter Wohnraum. Und wir finanzieren im Übrigen eigentlich nur die Beratung, die Moderation für die Gruppen, die zusammenkommen wollen. Wir unterstützen mit Know-how. Wie findet man ein Grundstück? Was kann man tun? Wie geht man das an? Wie sieht eine Rechtsform aus, die funktioniert? Und so weiter und so fort. Also gut, ich will vielleicht, weil das jetzt der Schluss ist für mich, mal einfach nochmal sagen, es sind noch ein paar Tage bis zur Wahl. Natascha ist eine tolle Spitzenkandidatin. In der letzten Phase geht es tatsächlich darum, kämpfen bis zum Umfallen. Und es bedeutet, von Tür zu Tür mit den Leuten sprechen, deutlich machen, was ist der Unterschied, was bedeutet der Politikwechsel, den ihr hier propagiert und den ich wirklich sehe, wenn ich Natascha höre und euer Programm sehe. Es wäre wirklich wunderbar, wenn euer Fleiß, eure tolle Qualität belohnt wird bei der Wahl. Dazu drücke ich euch die Daumen. Nicht verrückt machen lassen durch Umfragen, bringt gar nichts, sondern wirklich kämpfen, um möglichst viele von den Unentschiedenen noch zu gewinnen und dann mit einem guten Wahlergebnis nach Hause zu gehen. Ich drücke euch die Daumen, viel Erfolg, ihr habt ein gutes Ergebnis verdient. Alles Gute. Liebe Malu, liebe Natascha, vielen Dank. Es war sehr schön. Auch Ihnen herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ich habe euch noch ganz im Sinne unserer Vielfältigkeit und unseres Mottos heute mal kein Wein, sondern für meine guten Freundinnen. Bleibt sitzen, ich gebe es euch hier an den Tisch. Vielleicht nicht auf der Heimfahrt alles leer trinken. Dank. Ich habe euch noch eine Autogrammkarte von mir signiert. Die sind hier ganz begehrt. Dann geht mein besonderer Dank noch an Rainer Krischer-Zeller hinten am Notausgang. Ohne den hier und seinen SPD-Stadtverband Alzenau dieser ganze Abend nicht möglich gewesen wäre. Vielen Dank, Rainer. Sie wissen Bescheid, 14. Oktober. Wir zählen auf Ihre Stimme. In diesem Sinne, danke für einen schönen Abend und kommen Sie gut nach Hause. Danke. Ja.